Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, dir selbst etwas Gutes zu tun. Suche dir einen Ort, an dem du für die nächsten Minuten ganz ungestört bist und in Ruhe verweilen kannst. Ob im Sitzen oder Liegen, egal für welche Position du dich entscheidest. Mach es dir auf deiner Unterlage jetzt ganz gemütlich und bequem. Wenn du willst, kannst du nun auch deine Augen schließen. Lenke deine Aufmerksamkeit nun auf deine Atmung. Atme ganz einfach durch die Nase ein. Und schön aus dem Bauch heraus durch den Mund wieder aus. Stell dir vor, wie die leichte, frische und energiegeladene Luft durch deine Nase eintritt und sich von da aus in deinem ganzen Körper verteilen kann. Gleichzeitig kannst du die schwere und verbrauchte Luft durch deinen Mund wieder abgeben und deinen Körper davon befreien. Atme leichte, frische und energiegeladene Luft ein und spüre, wie sie sich verteilt und dein ganzer Körper sich mit dieser Energie auftanken kann. Wo kannst du dieses Gefühl am intensivsten wahrnehmen? Und während du dich mit neuer Energie auflädst, kannst du gleichzeitig mit jedem Ausatmen die schwere, verbrauchte Energie wieder abgeben. Vielleicht spürst du bereits, wie du mit jeder Ausatmung leichter und leichter werden kannst, alles Negative wegatmen kannst. Zumindest für diese nächsten paar Minuten. Wie fühlt es sich an für dich, wenn du das Negative abgeben kannst? Und gleichzeitig neue, leichte, frische und energievolle Kraft aufladen kannst. Vielleicht nimmst du ein Gefühl der Leichtigkeit wahr, vielleicht eine angenehme Schwere und Wärme. Was immer es für dich ist, was dich entspannen lässt und dir ein angenehmes Gefühl erschafft. Atme nochmals einen Moment die leichte, frische und energiegeladene Luft ein und die schwere und verbrauchte Luft wieder aus. In deinem eigenen, entspannten Rhythmus. Ich werde nun von 1 bis 10 zählen. Mit jeder Zahl kannst du dich mehr und mehr entspannen und deinen Körper und deinen Geist in einen entspannten Zustand bringen. Eins. Mit jeder Ausatmung kannst du mehr und mehr dein Gewicht an deine Unterlage abgeben. 2. Atme ruhig und entspannt.
3. Mehr und mehr kannst du dich entspannen. 4. Gedanken, die dich jetzt nicht unterstützen, kannst du einfach loslassen und abgeben. 5. Tiefer und tiefer kannst du dich entspannen. 6. Spüre, wie sich das Gefühl der Entspannung in deinem ganzen Körper verteilen kann. 7. Dein Körper und dein Geist dürfen beide loslassen und entspannen. 8. Deine Muskeln sind gelöst und dein Blut fließt wohlig, warm und regelmäßig durch deinen gesamten Körper. 9. Genieße die Entspannung. Immer tiefer und tiefer kannst du sie spüren. 10. Du kannst jetzt vollkommen gelöst und entspannt auf die Reise gehen. In deiner Vorstellung kannst du nun, wenn du Lust hast, diesen Raum, in dem du dich gerade befindest, verlassen und auf eine Reise zu einem Ort deiner mentalen Kraftquelle gehen. Du darfst neugierig sein, was dich auf dieser Reise alles erwartet. Was für ein Ort kann das sein, wo du dich angenehm wohlfühlst, sicher und stark, voller Vertrauen in dich selbst, den du mit positiven Emotionen verbindest und wo du schon nur mit dem Gedanken daran ein Lächeln auf dein Gesicht zaubern kannst. Vielleicht ist es ein Ort, den du aus deiner Erinnerung schon kennst, den du schon besucht hast. Vielleicht ist es aber auch ein Ort, den du dir in deiner Fantasie selbst kreieren magst. Ein Ort, von dem du weißt, dass du dort deine mentalen Batterien aufladen, Kraft und Energie tanken kannst und der dir Sicherheit, Selbstvertrauen und Stärke verleiht. Ein Ort, an dem du das findest, was dir jetzt am meisten hilft. Begib dich an diesen Ort und schau ihn dir genau an. In welcher Umgebung ist dieser Ort? Wie sieht es dort aus? Ist er in der Natur oder in einem Gebäude? Drinnen oder draußen? Groß oder klein? Wen und was gibt es dort alles? Welche Farben nimmst du wahr? Wie hell oder dunkel ist es dort? Stell dir deinen Kraftort so genau wie möglich vor, genauso wie er für dich aussehen soll. Vielleicht kannst du bereits wahrnehmen, wie nur schon die Vorstellung deines Kraftortes dir neue Energie und Stärke verleiht. Wie hört es sich an deinem Kraftort an?
Welche Geräusche oder Töne nimmst du wahr? Gibt es da vielleicht Musik oder Stimmen? Ist es da eher laut oder leise? Oder sogar ganz ruhig und lautlos? Was kannst du an deinem Kraftort hören, das dich stärkt? Nimm wahr, was du sehen und hören kannst, und spüre, was sich bei dir dadurch verändern kann. Wie fühlt es sich an deinem Kraftort zu sein? Was für Gefühle und Emotionen kannst du damit verbinden? Ist es eine angenehme Ruhe und Entspannung? Oder vielleicht doch eher ein Gefühl der Stärke und Aktivität? Oder etwas ganz anderes, das dir gerade gut tut? Welche Gefühle und Emotionen kannst du spüren? Wo in deinem Körper kannst du dieses Gefühl am intensivsten wahrnehmen? Gibt es vielleicht sogar einen Geruch oder Geschmack, der zu deinem persönlichen Kraftort passt? Wenn ja, was könnte es sein, das du riechen oder schmecken kannst? Was löst das bei dir aus? Nimm wahr, wie das, was du siehst, das, was du hörst und das, was du fühlst und vielleicht sogar das, was du riechen oder schmecken kannst, deinen Kraftort komplett macht. Und fühle nun in dich hinein, was dieser Ort bei dir bewirkt, wie er dich stärken kann, wie er dir Sicherheit und Vertrauen geben kann und wie du hier an diesem Ort frische Energie und Kraft tanken kannst. Energie und Kraft, die du in deinem Alltag brauchst, um die Herausforderungen, die schon da sind oder noch kommen werden, gestärkt, positiv und erfolgreich angehen zu können. Nimm wahr, wo an deinem Körper du es spüren und erleben kannst. Genieße dieses Gefühl. Lass es in dir wirken. Vielleicht ist es schon sehr intensiv, vielleicht aber auch erst noch am Entstehen. Manchmal braucht es wie vieles im Leben ein paar Trainings, bevor man eine Veränderung wahrnimmt. Und manchmal ist alles einfach da, vielleicht ohne zu wissen wieso. Genieße einfach den Moment genauso, wie er gerade ist.
Schau dich nochmals um an deinem Kraftort. Nimm wahr, was alles da ist, mit all seinen Farben, seinem Licht, seiner Größe, ob drin oder draußen. Und höre nochmals rein, was für Geräusche, Töne, Stimmen oder Musik du wahrnehmen kannst. Wie laut oder leise es da ist. Und spüre nochmals in dich hinein, welche Gefühle und Emotionen du damit verbindest und in dir spüren kannst. Und nimm wahr, ob du einen Geruch oder einen Geschmack damit verbinden kannst und was genau du dabei riechst oder schmeckst. Und im Wissen, dass du immer wieder an deinen Kraftort zurückkommen und dich hier immer wieder neu stärken kannst, verabschiede dich nun langsam und bedanke dich dafür, dass du hier sein durftest. Und immer wieder zurückkommen darfst. Löse dich langsam von deinen Bildern, von dem, was du hören kannst, von dem, was du spüren kannst, und löse dich von dem, was du vielleicht auch riechen und schmecken kannst. Und reise langsam wieder mit deinem Geist zurück von deinem Kraftort in den Raum, wo sich dein Körper befindet. Zurück in deinen Körper. Ich zähle nun von 10 bis 1 und mit jeder Zahl wirst du einen Schritt mehr zurückkommen ins Hier und Jetzt. 10. Die inneren Bilder lösen sich langsam auf. 9. Dein Geist vereint sich wieder mit deinem Körper. 8. Nimm einen tiefen Atemzug. 7. Du kannst das Gewicht deines Körpers wieder von deiner Unterlage übernehmen. 6. Bewege deine Hände und Füße. 5. Nimm einen tiefen Atemzug. 4. Bewege deine Hände und Füße, Arme und Beine. 3. Du hörst jetzt meine Stimme wieder klar, laut und deutlich. 2. Nimm einen tiefen Atemzug. 1. Öffne deine Augen. Lass das Geschehene noch etwas nachwirken und löse dich in deinem Tempo von deiner Unterlage. Du fühlst dich stark, sicher und voller Selbstvertrauen. Deine mentale Energie und Kraft ist aufgeladen. Sei positiv und gehe die Herausforderungen und Ziele des Alltags mit Kraft und Freude an. Solange du willst, aktiv bist und dich bewegst, wirst du es schaffen.